Hey und willkommen zu einem weiteren Video hier von Rather Free. Wir sind natürlich wieder zurück in Castle Crush. Und ja, die Meisterschaft unten rechts, sie blinkt schon hier. Zack, zack, zack. Die Schlacht ist eher unwichtig, aber heute geht es um die Meisterschaft, Leute. So kann es gehen. Wir haben natürlich erstmal noch die Gratiskisten, die können wir natürlich erst einmal öffnen. Da haben wir 6-mal Gift und 1-mal Katapult. Ist auf jeden Fall noch. Und ja, so wird das halt sein. Es kann eventuell sein, dass etwas weniger Videos kommen. Das heute erstmal nur. Heute kommt nur ein Video, Leute. Weil das Problem ist, es ist immer so ein bisschen schwierig, weil da kommt heute Nacht dann noch ein Video. Und es ist immer, nachts guckt das halt keiner. Und deswegen macht das keinen Sinn. Ich lade immer nur eins irgendwie so am späten Nachmittag oder so hoch. Oder am Mittag. Ist immer so die Sache. Damit ihr Bescheid wisst. Heute kommt nur dieses eine Video hier. Damit ihr Bescheid wisst. Das nächste kommt dann irgendwie so am nächsten Tag. Ja, irgendwann mal. Damit ihr Bescheid wisst. Hier ist Bescheid. Und wir haben hier einiges am Start heute. Wir haben hier zum Beispiel die Juwelenkapsel. Ach Leute, die braucht kein Mensch. Die läuft sowieso in 6 Stunden ab. Interessiert uns nicht die Bohnen. Wir haben hier unten links die magische Kiste. Ich würde sagen, wir können die, glaube ich, am Ende aufmachen. Würde ich bald sagen. Und wir haben jetzt hier erstmal. In 5 Stunden ist dann der Maximum-Modus. Tag 6 kommt dann. Wir können eigentlich nochmal ganz kurz eine schnelle 0-Schlacht hier starten. Und dann können wir in das Turnier reinjoinen. Denn das Interessante ist. Wenn wir beim Turnier eh schnell rausfliegen, dann brauchen wir das jetzt eh nicht so viel spielen, muss man sagen. Das ist quasi so ein bisschen die Sache, ne? Wie ihr Bescheid wisst, ne? Ganz kurz den Sieg hier abgebrockelt. Das sollte passen. Ganz komplett vorbei. Der Gegner hat keinen Chance. Sehr schön. Kurz vernascht hier. Weg mit der Rotze hier. Sehr, sehr, sehr gut. Bringt uns halt gar nichts, weil es nur 8 Gold ist. Siegeskiste sollte vielleicht doch was werden heute. Wir werden sehen. Aber jetzt, Leute. Erst einmal hier die Meisterschaft. Mit unserem. Wir haben hier ein komplett ekliges Deck. Und zwar das Infested Demon Deck. Ihr könnt es nicht glauben. Ich habe mich für dieses komische, ekelhafte Scheißdeck entschieden. Einfach, selbst wenn wir damit verkacken, ich habe es einfach vor, mit dem Deck einfach zu spielen. Wir können auch unser Standarddeck nehmen, aber Leute, ich glaube, vielleicht ist das eine, womit wir Erfolg haben. Ich glaube, wir werden nicht weit kommen, vielleicht werden wir beim ersten Sieg schon verkacken, wir werden es sehen. Wenn hier irgendwelche Pro-Spieler sind, ich meine, wenn die jetzt hier irgendwelche liegenden Karten oder irgendeine Rotze haben, dann können wir hier eh nicht weiterkommen. Aber wir können ja mal. Wir starten jetzt hier. In das Grand Turnier, in das erste Spiel rein. So, also wir spielen jetzt hier gegen den Emir. Und mal schauen, was er jetzt hier am Start hat. Wir haben schon mal eine gute Starter. Wir schauen einfach mal, was der Kollege jetzt hier herzaubert. Das jetzt sieht erstmal in Ordnung aus. Der Typ scheint hier noch nicht so richtig Probleme zu bereiten. Der Typ scheint gar nichts zu machen. Er macht weht das Ganze zurück. Das ist in Ordnung, würde ich sagen. Wir haben eh den zweiten Dämon, das passt. Er macht dann halt den Engel weg, was sowieso nichts bringt, aber ich sag da erstmal nichts zu. Und ihr seht, das ist schon nicht so optimal. Die beiden heilen sich und dann schauen wir uns einfach mal. Und ihr seht, es bringt einfach gar nichts, was die Typen hier machen. Wir können halt den Engel nicht so richtig setzen, das ist das Problem. Und ja, ihr seht, wir friesen einfach die ganze Kiste ein. Die haben den Engel irgendwie nicht mitgetroffen. Ganz komische Geschichte.
Aber ihr seht, jetzt hauen wir aber den dritten rein und jetzt wird es einfach dreimal Heilung haben wir. Komplett zerstört, okay. So kann es auch gehen. Okay, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir hier gewinnen. Man muss aber sagen, dass hier ein Sieg nicht so viel zählt, weil man hier mal ganz ehrlich einfach mal sagen muss. Wir spielen ja auch erstmal nur das ganze Turnier und wir sind auch nur beim ersten Sieg. Ich weiß nicht, wie das hier ist. Zweite Runde starten. Es geht hier so darum, so ein bisschen zu gucken. Wir spielen ja einfach die Meisterschaft, das Grand Turnier. Ich kann es einfach nicht fassen, dass ich hätte gedacht, wir verkacken direkt. Aber wir werden es hier erstmal weitermachen. Dann haben wir das. Und wir sind hier gleich in ein paar Minuten im Shop etwas verfügbar. Ah ne, das war gerade. Egal. Ich sag, ich habe nichts gesagt. Egal. Egal. Also, ne, wir gucken jetzt erstmal, also alle Juwelen zurück. Anschließend Fortsetzung, wenn wir abbrechen, kriegen wir alle Juwelen zurück, glaube ich. Ich weiß auch nicht, wie das ist. Alle, die wir eingesetzt haben. Ich glaube, wir haben nur die 10 Juwelen halt eingesetzt für das andere. Aber ich glaube, wir kriegen keine Belohnung, weil wenn wir abbrechen, wenn wir fallen, müssen wir sofort abbrechen, weil das kostet dann Juwelen. Und wir wollen jetzt nicht so viele Juwelen ausgeben für nichts, wo wir sowieso dann verkacken. Das kann hier echt ganz schnell aus sein, ne? Das ist so ein bisschen das Problem, so ein bisschen, ne? Ist Bescheid. Sie wissen Bescheid. Er hat jetzt hier die Kollegin, das kann er auch machen. Natürlich haben wir hier den Kollegen. Das ist natürlich nicht allzu gut für ihn. Und ob das jetzt hier ihn so retten würde, ist die Frage. Das könnte ihn so passen. Das könnte ihm so passen. Das könnte ja, das könnte ihm so passen, ne? Er spielt ja einen Schlamm rein, das ist uns eigentlich fast scheißegal. Okay, er versucht das jetzt sehr so. Okay, interesting. Wir gucken ja. Ging halt den Typen einfach nicht kaputt. Er hat auf jeden Fall ganz easy gewonnen. Der konnte aber nichts machen. Er hat Vampiren, kann ich auch nichts machen. Ihr seht, hier sind die oberlevelsten Spastis dabei. Was halt bedeutet, wir haben überhaupt keinen Schlüssel bei diesem ganzen. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was jetzt hier passiert. Denn wir haben direkt verkackt und es ist direkt komplett vorbei und das Ganze hat sich direkt erledigt. Und das ist eben das, was ich meine, dass das Ganze völliger Schwachsinn ist. Genau, ich wollte euch das einmal nur mal zeigen. Beziehungsweise, ich wollte es mir selbst mal zeigen. Ich habe das ja hier noch nie gespielt. Ich kriege ja 50 Gold und ein bisschen Rotze hier. Und ihr seht jetzt, warum gehen wir da immer raus? Was soll das jetzt hier? Jetzt könnten wir jetzt sehen, läuft. What the frick, was ist jetzt? Okay, Raid. Nein, ich möchte keinen Quasar schließen. Jetzt halt doch mal die Groschen hier. Besiegt an diesem Punkt Fahrfall. Wir werden aufgeben. Zack, fertig. Hat sie erledigt. Zack. Haben wir halt die 10 Juwelen ausgegeben. Also, ne, ihr habt gesehen, es bringt überhaupt nichts. Meisterschaft machen Sinn. Wir haben einfach noch nicht so die Karten. Wir sind extrem gut, aber die Karten, wie die Gegner haben, Vampiren, ne? Also, ne, die spielen halt mit den größten Sweater-Decks hier ein bisschen rum. Aber ich kann euch das entfesselte Demo jetzt Deck jetzt hier einfach auch nochmal so zeigen. Muss man ja aber. Weil das einfach auch eine ganz gute Sache ist. Bogenschützen, wir machen jetzt hier gleich so ein bisschen scheiß Arbeit, ist aber alles in Ordnung noch. Und jetzt schauen wir einfach mal hier, was er jetzt hier so bereit hat. Dann haben wir den nächsten festen Dämon raus, er will jetzt Dämon spielen. Oder auch nicht. Gegner ist Metro lassen, ja.
Wollte ich mal sagen, ja? Der Gegner ist mehr toll als. Tja. Und ich sag ja, so können wir alle hoch. So geht's auch mit den Pokalen. Einfach nur irgendwie, das Deck ist ohne Skill, einfach ohne Gehirn, kurz rein in das Spiel und durch. Ne? Ist halt eh elend, ne? Das Deck ist leider immer noch viel zu stark. Und selbst er kann überhaupt nichts machen, weil er ist ein Washer. Und ich glaube, gegen Washer sind wir sehr gut, weil der Washer hat nichts in der Verteidigung. Und dafür sind wir uns einfach unglaublich stark. Es ist furchtbar as fuck. Du kannst aber nichts machen. Es ist krass. Es ist einfach nur krass. Schade. Ah, so ist es, ne? So, wir haben jetzt hier noch die magische Kiste. Ich würde jetzt hier bald sagen, wir werden noch ein Spiel machen. Wenn wir verlieren, ist es jetzt eh nicht so schlimm. Wir werden noch einmal mit diesem Deck spielen. Ich bin jetzt auch einfach nur. Ich spiele einfach noch mit dem Felsendämon. Ihr wisst, meine Meisterschaft ist nicht gekommen, ihr wisst Bescheid. Und es kommt jetzt. Heute kommt noch ein Video, ihr wisst Bescheid. Damit ihr wisst, wie der Hase läuft hier. Damit ihr Bescheid wisst. So läuft der Hase hier. So läuft der Hase hier. So läuft der Hase hier. So, er spielt hier den Kollegen rein, das ist scheiße. Ich weiß nicht, ob das uns jetzt unbedingt weiterhilft. Gerade so, aber nicht allzu viel. Reicht die Bombe Level 8? Leider nicht. Schade. Wäre auch so schlimm. Egal, wir haben jetzt eh den nächsten. Dämon, das macht nicht so viel aus jetzt. Natürlich wird unser Engel wegsterben jetzt. War nicht mal so schlimm, glaube ich. Ich spiele natürlich hier den Kollegen rein, ist aber egal. Ja, das könnte schwierig werden. Jetzt mal schauen. Wir gucken jetzt aber erstmal. Lass uns hier noch nicht beirren. Okay, das ist schon mal hier. Erstmal nicht allzu gut, aber jetzt warten wir erstmal, bis wir den ganzen Rotz hier weg haben. Zack. Und zack und zack. Haben wir nur noch den kleinen Kollegen. Wenn wir jetzt eine sind, wäre das auf jeden Fall extrem gut. Wenn nicht, haben wir verloren. Und das sieht mir hier nach einem verloren aus. Und ich gebe jetzt ja auch einfach auf, weil es jetzt einfach unnötig ist, weiter zu gehen. Weil das muss jetzt einfach nicht sein. Ihr wisst Bescheid, gutes Spiel, Leute. Kriegen den festen Dämon nicht wieder, und wenn wir den nicht entfesselten Dämon nicht auf der Hand haben, dann kannst du nichts machen. Dann kannst du einfach Sachen. Das Deck ist halt einfach auch problematisch. Macht natürlich auch nicht allzu viel Sinn, mit dem Deck immer zu spielen, weil eben ein paar Kontra unterwegs sind. Das war ja auch nur so ein bisschen just for fun. So, aber jetzt wollen wir dann mal sehen hier. Jetzt mal gucken, was hier abgeht. Das war die Meisterschaft, wir haben komplett verkackert. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Ihr wisst Bescheid, es sind unglaubliche Sweater-Decks dabei. Jetzt läuft nur noch 2 Tage, aber wir haben sofort verkackt. Wir haben einen Sieg hinbekommen, das war so ein bisschen ganz geil, aber doch, ansonsten läuft hier leider nichts mehr. So, ihr wisst Bescheid. So, haben wir jetzt hier noch irgendwas Lustiges zum Upgraden? Das wäre ganz geil. Das kostet alles so viel. Ist nicht allzu geil. Katapult für 400 würde ich sagen, können wir machen. Einfach nicht weil es spielt, sondern einfach weil wir es mal abgeredet haben dann. Ist dann in Ordnung. Und wir können auch hier den Feuerelementar auf Level 2 upgraden. Der ja manchmal auch ganz geil ist. Und dann würde ich sagen, öffnen wir als Abschluss hier nochmal die magische Kiste, meine Damen und Herren. Meisterschaft hat nicht geklappt. Ich würde sagen, 30 Abonnenten ist bestimmt kommt bald. Vielen Dank für euren ganzen Support. Und es kommt heute nur ein Video, ganz, ganz wichtig. Es werden erstmal jetzt nicht mehr so oft Videos kommen. Also erst, aber nur für ein paar Tage, also alles gut. Es werden auch Videos kommen, aber höchstens einmal am Tag oder so, ne? Also, weil ich brauche meine Freizeit und es geht nicht mal um Arbeit oder dass ich irgendwie viel zu tun habe, sondern es geht darum, dass ich auch mal andere lustige, ich will auch mal so ein bisschen Spaß in meinem Leben haben. Ich will auch mal so ein bisschen mein Leben genießen und so ein bisschen. Ich habe ja auch ein paar Haustiere, habt ihr ja bemerkt, ne? Meine Katze und meine Beine. Ich habe meine Katze und meinen Hund und was nicht alles. Die will ich auch mal so ein bisschen mit denen Zeit verbringen. Deswegen, ihr könnt das bestimmt verstehen. Aber jetzt zu der magischen Kiste. Was haben wir da? Eine schöne epische, okay. Interessant. 42 Teile, ich würde sagen, ist in Ordnung. 44 Windschuss für den Dreck. Und 3x Metamorph braucht leider kein Mensch. Ganz, ganz scheiße Kiste. Aber das Gold ist eventuell ganz geil. Ich würde sagen, Leute, das soll es mit diesem Video sein. Ich würde sagen, reingehauen.
Und bis zum nächsten Video. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Haut rein. Danke für den ganzen Support. Und ja, ne, Meisterschaft hat nicht funktioniert. Aber ich wollte euch das mal zeigen. Und ja. Nun wisst ihr Bescheid. Sie wissen Bescheid. Und ja. Nun sagen wir Adieu.